Der Weg ist das Ziel jeder Hausbootreise in Irland. Aber entlang des Shannon Rivers locken zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die sich Hausbootfahrer und andere Irlandbesucher nicht entgehen lassen sollten. Ich bin hier in Clonmacnoise, eines der mystischesten Zentren Irlands. Hier am längsten Fluss Irlands, dem Shannon River. Clonmacnoise ist ein Kloster. Also nicht nur ein Kloster, wir haben hier eine Stadt. Am hohen Punkt es lebten bis zu 3000 Leute auf einer Fläche von 10 Hektar. Die alte Name für Clonmacnoise ist Seven Churches, sieben Kirche. Die Kathedrale, das ist das größte Gebäude hier. Guide Patrick macht mich beim Rundgang auf viele spannende Details aufmerksam und führt mich auch durch das Museum beim Eingang. Hier sehen wir das Sudkreuz, das vor dem 9. Jahrhundert aus Sandstein gemacht. So der Ring hier oben ist in vier Quadranten geteilt. Das ist übersät mit keltischen Symbolen und so. Der Sockel hier, eigentlich war das ursprünglich ein Mühlstein. Ein faszinierender Ort, dieses Clonmacnoise. Immer noch ist es ein spiritueller Ort, geschrieben in meinem Herz. Wir sind hier in der Burg von Athlone, unmittelbar neben dem schönen Fluss Shannon. Die allererste Burg wurde hier 1129 erbaut und war eine Holzkonstruktion, die 3 Jahre später abgebrannt ist, als sie durch einen Blitz getroffen wurde. Die erste Steinburg wurde 1210 gebaut und Teile davon können wir heute noch sehen. In der Burg kann man zum Beispiel verschiedene Verteidigungsmethoden ausprobieren. Place 2 fingers on the bar. Nimm 2 Finger an dem Pfeil und ziehe. So bekommst du einen Eindruck, wie viel Kraft es braucht, mit einem Langbogen zu schießen. Strength you would need to shoot a longbow. Erlegt. Heute ist Athlone eine sehr friedliche Stadt mit bunten Häusern, gemütlichen Lokalen und dem ältesten Pub Europas. Es wurde 980 eröffnet, ist also mehr als 1120 Jahre alt. Komm mit, ich zeige dir die Chance-Bar. Nur dieses Mauerstück ist vom ursprünglichen Pub noch übrig, aber das trübt keineswegs die Stimmung. Heute bin ich in einem Schloss, wo noch wirklich irische Lords leben. Von der Bibliothek bis zum Speisesaal wird das Schloss heute noch genutzt. Und das ganze Schloss, wie Sie es hier sehen, ist noch Familienbesitz. Insgesamt gibt es hier mehr als 80 Räume. Manche Räume können sogar Tagestouristen besuchen. Das schaut sehr nett aus, aber ich bin froh, dass ich das nicht heizen musste. Zum Schloss gehört auch ein großer Park, der ebenfalls für Touristen geöffnet ist. Das ist auch so ein Grund, warum ich Irland so liebe. Es sind diese wunderschönen Gärten. Hier kommt man zur Ruhe und selbst wenn das Wetter nicht so toll ist, so ist es doch ein Ort der Erholung. Gärten wie diese sorgen bei vielen Künstlern auch für Inspiration, wie man hier auch sieht. Es gibt noch einen guten Grund, nach Burghastle zu kommen, nämlich dieses Riesending hier. Das ist ein Teleskop, wurde 1845 errichtet und war bis zum Ersten Weltkrieg das größte Teleskop der Welt. Hello and welcome to the hill of Ushna. Willkommen am Hügel von Ushna. Hinter mir ist die Göttin Eru. Vom Namen Eru leitet sich auch der Name Irland ab. Era oder Eran, das Land von Eru. The land of Eru. A piece made by a local artist. Die Skulptur wurde von einem lokalen Künstler geschaffen und zeigt die Göttin, die auf diesem Hügel wohnen soll. Simon führt mich durch den spirituellsten Ort Irlands. Das ist Loch Lu, benannt nach dem keltischen Gott König Lu. Er soll hier sein irdisches Leben verloren haben, als er von 3 Königen getötet wurde. Der Name dieses Steins lautet Oil Namerian, Stein der Teilungen. Der Stein markiert angeblich den exakten Mittelpunkt Irlands, wo die Provinzen Irlands zusammentreffen. In alten Zeiten sind die Menschen hierher gekommen. Ein heiliger Ort.
Hochkönige haben hier ihre Differenzen ausgetragen. Sein Name ist Ujnamidi, Tempel des Zentrums von Irland. Ein Besuch im Portumna Schloss ist insofern besonders, als man hier mitten in einer Etappe der Restaurierung ist. Die Wände hier sind original. Sie sind 400 Jahre alt, während das Schloss 1826 durch ein Feuer vernichtet wurde. Es wurde nahezu alles vernichtet, außer diesen Mauern. Die Holzbretter hier haben das Feuer überlebt und sind auch noch original. Auch durch den Garten des Schlosses lohnt es sich zu spazieren. Süßes oder Saures? Ich bin hier in der Höhle, in der Halloween wirklich geboren wurde. Halloween stammt nämlich nicht aus Amerika, sondern hier aus Irland. This is the origin place for Halloween. Hier ist der Originalschauplatz von Halloween. Hier trafen Irdische und Anderswelt zusammen. Hier hatten die Sterbenden Prüfungen zu bestehen, ehe sie in die Geisterwelt übertraten. Possibly our ancestors used as a place of testing, as a rite of passage, as a way of initiating their youth to the next phase of their life. Die Halloween-Höhle ist nur eines von vielen prähistorischen Stätten, die die Archäologen in den Feldern von Rathcrogan entdeckt haben. Die ältesten Funde gehen 5200 Jahre zurück. Wir haben hier eine Ausgrabungsstätte verschiedener Epochen. Wir haben hier Aktivitäten innerhalb eines Jahrtausends. Beim Spaziergang mit Archäologen können die Besucher in die Urgeschichte Irlands eintauchen. Ich sehe hier nichts als Gras. Wo sind die alten Steine? Die alte Kultur befindet sich direkt unter unseren Füßen. Wir erkennen sie, wir haben trainierte Augen. Wir versuchen, sie den Besuchern näher zu bringen. Im Visitor Center gibt es ein Modell der Halloween-Höhle zu besichtigen und zahlreiche Funde. Wo wir hier stehen, das ist so tief in uns, das ist Teil unserer Gene, Teil unserer Identität. Das ist unser Ort. Ein Belvedere gibt es nicht nur in Wien, das gibt es auch hier in Irland nahe des Shannon Rivers. Hier ist es ein Landwesen aus dem 18. Jahrhundert. Durch dieses Haus führt auch in deutscher Sprache zuerst das Hausgespenst und später Angestellte, Bedienstete des Hauses. Und sie erzählen ja eine Geschichte, wo das Haus zwar idyllisch aussieht, wo es aber Eifersucht, Intrigen und allerlei Missgunst gegeben hat. Diese Wand hier hinter mir, das war nie ein Schloss, sondern diese Wand hat immer so ausgesehen und war sozusagen die Eifersuchtswand. Man hat diese Mauer gebaut, damit man sich den Blick auf das schönere, feinere Anwesen des Nachbarn erspart hat. Beim Spaziergang durch die große Parkanlage ist von den historischen Zwistigkeiten freilich nichts mehr zu spüren.